Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Angeln. Ja, da Topwater einfach ziemlich geil ist, somit die geilste Angelei, die gibt, weil die Bisse sind einfach der Knaller. Und ich momentan mit meiner Verletzung sowieso nirgendwo anders hinkomme, machen wir uns heute nochmal an den Spot, wo wir letztens waren und werden dort nochmal versuchen, ein bisschen auf Barsche zu angeln. Mit bisschen Stickbait, vielleicht auch ein paar Twitchbaits mal schauen, aber hauptsächlich Stickbait im Walk the Dog Style. Und wenn es denn dunkel wird, dann werde ich es noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde auf Zander probieren, wenn die Jungs so lange Zeit haben. Thomas kommt heute nämlich mit seinem Azubi. Den bringt er heute mit. Der hatte Lust, mal mitzukommen. Also sind wir heute zu dritt am Wasser. Schaut mal, da sind sie ja schon. Grüße. Na, seid ihr fit oder was? Immer. Ja. War nicht ganz, ein bisschen Sonne gescholten heute, aber ja, ansonsten. Ist übel, oder? Das Wetter. Alter, richtig ruhig auf Dach heute. Hallo! Grüße. So, halt mal mit. Grüße. Halt mal mit. Wer bist du? Michel. Der René. Der Lehrling. Den Hand auch Stifti. Stifti. Ja, klar, Stifti ist er heute. So, was machst du jetzt? Geht los, Alter. Na, sichi. So, jetzt sind wir hier angekommen. Und Thomas musste heute wieder kilometerweit wegparken, weil er sich nicht traut, da runter zu fahren. Man fährt ja auch nicht in Landschaftsschutzgebiet, ja, aber der Kollege, das ist halt, wenn man nicht selber Auto fährt, zu den Angestellten. Ja. Ich hätte sogar die Strafe bezahlt, aber. Ja, kannst du ja. Trotzdem. Genau aus dem Grund ist das nämlich hier langsam alle überall für alle verboten, bis dann was ranzufahren. Wegen sowas. Hauptsache, wir fahren ran, Landschaftsschutz wieder einmal ranfahren. Ja, wirklich. Letztes Mal ist er auch rangefahren. Macht euch nicht draus, Jungs. Der ist auch Schiffi. Rufst du nicht an? Ja, das war die erste. Petri! Schöner Fisch, oder? Stifti? Hab ich dir zu viel versprochen? Was? Hab ich dir zu viel versprochen? Nee, okay. Wollte ich mal. Ja. Na, aber ernst für die hier, da vorne spunt man den auch. Naja, hier habt ihr eigentlich schon ein paar rausgepökelt. Ich glaube, das hat sich schon ausgetopportert. Alter, ist das viel Kraut. Hm? Warum ist denn hier so viel Kraut? Oh, ein Riese. Ich sag dir, bei Stickbait, ein Scheißlauf ist besser als ein guter Lauf. Das war ein Rapfen, glaube ich. Rapfen jetzt. Ey, das ist aber meiner eigentlich. Da kann ich doch noch gehen, Alter. Was schwimmt da hinten? Ein Otter oder so? Ja. Da vorne. Guck rüber. Oder Nutria. Nutria. Das ist ja auch ein Name, den ich leiden kann. Der läuft auch, also der läuft mir wirklich zu scheiße hier. Fällt dir doch nicht mehr ein, oder? Die haben hier, ganz komisch ist, du fischst ja diese Barschimitat. Und darauf fahre ich richtig ab hier, Alter.
Und wir sagen, wo ist der Raum? Ernsterweise steht hier vor der Spundbahn. Wie gesagt, vor Sonntag jemand hat der Wind hier reingedrückt, ist alles hier rangekommen. Denn. Oh ja, Weißfisch. Ja, siehst du das da? Wenn die Boote alle wechseln, dann kommt der Weißfisch hoch und dann müssen wir sehen, da knallt es hier nochmal richtig. Ja, die müssen die Barsche so dermaßen die Spundwand hochtreiben und dann oben zuknallen. Ist ja wirklich geil hier. Ach, ist ja bestimmt auch nicht so ein Topspot, so ein Geheimspot oder sowas, ne? Was ist denn jetzt hier los? Leute, die ersten paar Barsche sind hier gefangen. Das macht auf jeden Fall Gaudi. Hier kommt gerade wieder der nächste. Sehr schön, Pietti Michel. Vielen Dank. Oh, auch eine vernünftige Größe, wa? Die Durchschnittsgröße ist auf jeden Fall vernünftig. Ja. Kann man nicht meckern. Ja, voll in Concentration, ihr habt sein Statement, nachdem man den Fisch wieder. Also Durchschnitt würde ich sagen, solide Mitte 20, wenn nicht sogar eher Ende 20. Und Frequenz passt auch. Frequenz passt völlig geil. Was angelst du gerade? Ein Clean Stickbait. Ein Clean Stickbait. So wie wir alle. Und du, Thomas, wie läuft's bei dir? Ich angel ein bisschen größeres Stickbait. Und? Also, so richtig wollen sie heute bei mir nicht. Ach, na, hör doch mal auf. Du hast doch auch schon hier noch gefangen, eben. Der kann das immer nur nicht ab, wenn irgendjemand anders fängt. Komm hier, Micho fängt. Weil ich unser Gast heute. Ich sag euch, geil den Kanterbuchen bei denen. Sauber. Mein Kollegen. Na, welchen wollen sie? Guck mal, meinen wollen sie. Ach, der war kleiner als mein Dingsbums. Guck mal, da ist er wieder bei dir. Oh. Ich glaube, hier sind Barsche vor uns. Könnte sein, ne? Alter, das war ein Rapfen. Alter Schild. Dickerchen. Puh. Das war, Alter. Schöne Garderobe. Ey, aber quer zählt nicht, ne? Warte noch mal. Mann, ey. Guck. Mann. Krapfen. Oh. Alter. Alter. Ja, Kamera läuft schon. Michi hat was Größeres. Sehr schön, Michi. Ich fasse es nicht. Ich ja schon, Jungs. Oh, Alter. Oh, ist das eine Karole. Schöne Ding. Das sind zehn. Nee, ist Rapfen. Ich hab so ein dünnes Vorfach, ne? Ist doch scheißegal. 25, glaube ich. Ist egal. Boah, ist das eine Kanone, Alter. Hol den mal ran, den Guten. Schöne Teil. Das ist nicht kein Kiemgriffe. Nein, weiß ich doch, Mensch. Karpenartiger. Ja, genau. Hab ich aufgepasst. Schöne Teil, bitte. Ja, Petri, Alter. Ja, geil. Sauber. Was ist das denn für geil. Busch, Petri. Alter. Petri, Kollege. Von mir kriegst du auch einen. Bam. Ja, voll weggesnackt, Alter. Boah, da war heute ein schönes Foto. Die Küste. Kriegst richtig schönes. Kriegst du richtig schön. Alter. Sehr schön, Petri. Schöne die Rede, Michael. Ein kleiner Tarpon, Süßwasser-Tarpon. Ja, ein kleiner vor allen Dingen. Ja. Was wird er haben? Der hat seine 70, wird er knapp haben. Naja, 65. Genau, Ende 60, Anfang 70. Messen wir gleich mal. Schauen wir mal. Entschuldigung. Ah. Ja. Naja, also 70, bitte dich. 71. 70 hat er. Sauber. Nee, war das? 70. Wir sagen 70. Genau, 70 hat er. 70 hat er. Thomas macht die immer kleiner. Nee, die war ja nicht vorne richtig dran. Und weg ist er, der Jute. Da schwimmt er. So, Schifti, was sagen Sie denn hier zum Angeltag bis jetzt? Kann mich nicht beschweren. Ja? Zu viel versprochen? Nee. Oh, übertroffen. Nee, ja. Oh, da kommt schon der nächste. Das ist schon der nächste Barsch hier. Der macht hier uns Quick Release. Ja, wir können die Beschwerden hier, Rapfen auf Ansage. Den hole ich mir mal
reingeworfen. Schön, schön auf Ansage, dreimal den Köder attackiert, beim vierten Mal da gesessen. Ne? Und man muss halt dazu sagen, euren hat er links liegen lassen. Ne? Ja, ich hab genau, wo der Grabfilm bisschen hat, genau neben ihm geangelt. Meinen wollte er nicht. Da hat er sich den vor dem Stift hier geknallt. Muss aber auch auf einer Linie, so anders kann ich mir das auch nicht erklären. Bei mir läuft es heute semi. Kann natürlich sein, dass ich mein, weil ich mein Ritual nicht einhalte. Man weiß es immer nicht. Ja, mal gucken. Und bei dir? Absolut falscher Moment, um zu filmen. Mr. Becklich. Ja, schön, schön Becky. Ne? Und wer liebt, der zieht. Sagt man immer schön. Wer liebt, der schiebt. Ja, genau. Aber hier zieht er mal eine Schnur ein bisschen. Nee, war ein guter Angeltag, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Also dafür, dass wir ja nur kurz hier waren, ja, hat man einfach hier noch Gaudi und vor allen Dingen eine gute Frequenz. Ey, du filmst nur deine Schulter. Ja, Entschuldigung. Du musst dich ein bisschen konzentrieren. Entschuldigung, ich habe gerade eine Mücke am Bein gehabt. Die habe ich mit der Route weggemacht. Wir hatten eine Mücke am Bein gehabt. Ja. Ja, ist halt, ich kann euch jetzt mal was zeigen. Warte mal, ich drehe mal kurz die Kamera. Okay, dann. Ja, hier. Kann ich aber Ihnen jetzt zeigen. Hier, ja. Dicken Pullover. Ja. Hier, ja, lange Hose, Kribbelbein, die harte Socken natürlich, hier, warte. Ob das harte Socken oder nicht unbedingt schlau im Sommer, ist, im also Sommer natürlich dumm sagen, aber. Im Sommer natürlich bei 35 Grad zieht man natürlich kurz Hose an. Regelt bis jetzt noch, muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich anders. Außer am Kopf, da bin ich nicht eingesprüht, das war vielleicht ein Fehler gewesen. Ja, Leute, also, Tag ist vorbei, wir sind jetzt wieder zurück am Auto, war auf jeden Fall eine geile Topwater-Action, was sagst du, Miguel? Kann mich nicht beschweren, sag ich mal. Was hast du vorhin gesagt? Ich hol mir einen Rapfen, würde ich sagen. Achso, das hat er auch gesagt, aber er hat noch was anderes gesagt. Was hat er gesagt? Das war die geilste Topwater-Action. Das war die geilste Topwater-Action, die ich hatte. Ja. Und die soll nicht, und die sollte hier nicht so doll gewesen sein. Genau. Also, nächstes Mal wird es noch besser. Ich hoffe. Ja. Also, war schön, dass ihr zugeschaut habt. Oder will noch jemand was sagen? Was soll ich sagen? Ich bin nach Hause, Alter. Morgen der Wecker wieder. Ich grüße jemanden. Grüße, ja, dann grüß mal. Flo, ich grüße dich. Mein Angelbuddy. Ja, ah, alles klar. Hat er noch Instagram oder sowas? Nee, das möchte ich nicht sagen. Alles klar. Gut, Leute. Dann war schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zur nächsten Folge von Einfach Angeln. Bis dann.